Wusstet ihr, dass man offiziell im Bundestag Gesetzesänderungen oder allgemeine Verbesserungsvorschläge machen kann? Dafür gibt es Petitionen, die man bei dem Bundestag einreichen kann. Und letztes Jahr waren es knapp 15.400 Stück. 30 bis 40% wurden erfolgreich abgeschlossen, auch wenn das manchmal über Jahre dauert. Manche Petitionen werden aber erst gar nicht veröffentlicht. Gründe gibt es verschiedene. Einer der Gründe gemäß der Richtlinien für die Behandlung von öffentlichen Petitionen ist, dass von einer Veröffentlichung abgesehen werden kann, insbesondere wenn die Petition offensichtlich erfolglos bleiben wird. Mit dieser Antwort hatte der Petent Christoph Hörstel, der um den Abzug ausländischer Truppen, US-Befehlsstellen im Kreis Stuttgart und der Entfernung von Kernwaffen aus Deutschland schon gerechnet. Warum der ehemalige Journalist und aktuelle Regierungsberater das getan hat und warum er parallel noch eine weitere offene Petition auf der Seite Open Petition am Laufen hat, jetzt im Interview. Hallo Herr Hörstel, willkommen bei uns im Studio, wie zum wiederholten Mal. Diesmal zum Thema, Sie haben eine Petition gestartet, beziehungsweise eigentlich zwei. Wir sehen die hier bei Open Petition und zwar hier an Präsident Obama und an den Premier Cameron. Und zwar zum Abzug aller US und UK, also britischen Truppen, sowie US-Befehlsstellen aus Deutschland. Und diese Petition haben Sie nicht nur hier gestellt, sondern auch an den Bundestag. Darüber kommen wir noch zu sprechen. Warum? Erstmal ganz eindeutige Frage. Ich wollte zunächst einmal unabhängig vom Bundestag sicherstellen, dass diese Petition losgeht. Und ich hatte auch das Gefühl, weil es hier um den Kernbestand unserer deutschen Kolonialverwaltung geht, nicht? Um die militärischen Mittel, die Washington einsetzen kann, sollte eine Bundesregierung sich weigern zu gehorchen. Wir sind ein besetztes, nicht souveränes Land, hat mir Egon Bahr mehrfach gesagt. Und wir haben zuletzt noch mal kurz vor seinem Tod auch darüber gesprochen. Und im Prinzip ging es darum, dass ich mir gesagt habe, es ist sicherer, auf zwei Gleisen zu fahren. Einmal im Bundestag, das bundestagseigene Petitionswesen auszunutzen. Hier auch eine kleine inhaltliche Verschiebung zu machen, denn das richtet sich ja dann nicht an Obama und Cameron, sondern das richtet sich dann natürlich an die Bundesregierung. Und auch dort hineinzuschreiben, als einzigen Unterschied, dass eben die Gelder, die wir für unsere eigene Unterdrückung und Besatzung bezahlen, dann an die örtlichen Kommunen, die betroffen sind durch Truppenabzug, die also Geldeinbußen haben, über 3 Jahre lang hin einfach weiterzahlen, sodass man das vom Fiskus her, aus Sicht des Finanzministeriums gar nicht merkt, dass die weg sind, sondern dass diese Menschen, die da leben, dieses Geld bekommen, um sich wirtschaftlich neu zu orientieren. 3 Jahre ist dafür eine knappe Zeit, aber eine angemessene Zeit. Und immer wieder kommt diese Frage, was machen wir denn, wovon leben wir und so weiter. Und in 3 Jahren kann man ganz schön was auf die Beine stellen. Mit so jetzt ist natürlich interessant, hier haben Sie bereits, also als wir den Screenshot gemacht haben, über 19.000 Unterstützer. Die Petition, die Sie ganz offiziell über die Seite im Bundestag also gestartet haben, die ist gar nicht so weit gekommen, sozusagen. Sie wurde nicht veröffentlicht. Ja. Und Sie haben auch einen Brief vom Bundestag erhalten, in dem erklärt wird, dass eine Umsetzung ausgeschlossen erscheint, also von Ihrer Anfrage. Und deswegen die Petition gar nicht erst veröffentlicht wird und begründet wird, gemäß Richtlinie für die Behandlung von öffentlichen Petitionen, von einer Veröffentlichung kann abgesehen werden, insbesondere wenn die Petition offensichtlich erfolglos bleiben wird oder würde. Kommt drauf an, wie man es formulieren möchte. Ist das üblich so? Ja, absolut. Ist absolut üblich und setzt letztlich Geist und Sinn der Demokratie und des Petitionswesens außer Kraft. Denn man muss klar sagen, da gibt es ja auch Regelungen dafür, das ist jetzt nicht außergewöhnlich, dass das passiert ist. Ich habe ja auch damit gerechnet. Dass im Prinzip Dinge, die also unserer hier aufgezwungenen Politik fundamental widersprechen, nicht per Petition geändert werden können. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, so als eingefleischter Demokrat. Es ist also nicht möglich, eine bestimmte Bevölkerungsmasse hinter sich zu bringen und damit dann im Prinzip tatsächlich etwas zu ändern an entscheidenden Dingen, die unser Volk, die ganz Europa angehen und die Sicherheit dort. Das finde ich vollkommen unannehmbar, das habe ich dem Bundestagspräsidenten Lammert, dem diese Petitionsverwaltung untersteht, auch geschrieben. Ja, Sie haben eine Beschwerde eingereicht, richtig. Die haben wir auch hier, in dem ja. Sie das, ja eben, Sie können es gerne selber erzählen. Genau, ich habe das einfach kurz begründet, dass das vollkommen ausgeschlossen ist, dass man am Erfolg der öffentlichen Petition sieht,
dass die Deutschen sich dafür interessieren, wer in diesem Land regiert und wer hier sozusagen politisch das Sagen hat und ob wir möglicherweise durch unsere amerikanischen Freunde unterdrückt werden im Grunde und eben in die falsche Richtung gezwungen. Und das kann man nicht einfach aushebeln mit so einem kleinen Petitionsverweigerungsverwaltungsakt. Ja, das geht einfach nicht. Nun ist die Frage, wenn wir mal inhaltlich auf die Petition eingehen und was Sie eigentlich von der Bundesregierung erwarten, dass die Truppen abgezogen werden, die ausländischen Truppen. Wird Deutschland, die Welt, wir müssen mal unterschreiben, Europa, es ist immer sehr schwierig, es sind zu viele Facetten, die hier immer angesprochen werden, dadurch sicherer? Das ist eine entscheidende Frage und ich bin froh, dass Sie die stellen. Denn natürlich würde ich nie eine solche Petition starten, wenn das ein sicherheitstechnisches Experiment bedeuten würde. Tatsächlich aber ist es so, das wäre nun offen erklärt, nicht nur durch die Rede von George Friedman, das gibt es auch schon weit vorher, die jetzt jeder, glaube ich, zur Kenntnis genommen hat. Gibt weit vorher schon amerikanische Think-Tank-Äußerungen. Unsere amerikanischen Freunde sind in diesen Fragen sehr offen. Ja? Sie sagen genau, wen sie als nächstes vergewaltigen und mit Krieg überziehen wollen und unterdrücken wollen. Und da steht ganz eindeutig drin, Krach mit Russland ist geplant. Und es ist sehr wichtig, Russland von seiner wichtigsten Einkommensquelle abzuschneiden, nämlich dem Energierohstoffexport. Das steht da offen drin. Und unter solchen Umständen kann ich nur sagen, wenn die USA wirklich als oberstes Kernziel seit über 100 Jahren haben, dass man Deutschland und Russland gegeneinander hetzt und auseinanderhält auf jeden Fall, dann ist es an der Zeit, dass wir mal überdenken, welche Rolle eigentlich unsere amerikanischen Freunde hier in Deutschland und in Europa spielen. Und ein besetztes Europa, wir hören das aus 100 Quellen inzwischen, ja? Brzezinski hat das auch natürlich formuliert und wir müssen das zur Kenntnis nehmen, Europa soll unterdrückt und besetzt gehalten werden und soll im Prinzip vollstrecken, was Washington befiehlt. Und damit muss Schluss sein. Diese Welt hat jetzt eine amerikanische Truppenpräsenz in 155 Staaten der Welt. Das sind sozusagen fast alle. Und es kann nicht sein, dass ein einzelnes Volk mit Hilfe seiner kriminellen Leitwährung, der Weltleitwährung, nämlich Dollar, was sowieso schon ein Unding ist, ja, das haben auch schon Nobelpreisträger gesagt, die berühmtesten, die wir haben auf der Welt, dass das nicht geht. Nationale Währung gleich Weltleitwährung. Das ist absolut kriegstreibend und verbrecherisch und darf nicht sein. So, um dann auch noch Truppen in Europa zur Unterdrückung und zur Lenkung in Konflikte hinein. Denn inzwischen wissen wir, die Strategie ist Konflikt mit Russland. Da kann ich sagen, da sind wir sicher, wenn diese Amerikaner von unserem deutschen Boden verschwinden, zusammen mit den Briten, weil es so viele sind, ne? Insgesamt 58.000, 42.000 US-Soldaten, 13.000 Mann britische Truppen. Unsere britischen Freunde wollen schon lange abziehen. Die haben gar keine Lust mehr dazu. Die wollen das auch nicht mehr mitspielen, das ehrt sie. Unsere amerikanischen Freunde müssten wir ein bisschen überzeugen. Und ich kann Ihnen sagen, von mir aus, wenn jetzt das passiert, was ich glaube, dass nämlich in den nächsten Monaten eine Zustimmungsexplosion stattfindet, dass wir die 120.000 mehr als erreichen, überschreiten, dass wir dann auch irgendwann dahin kommen, wenn so etwas Politik einer Bundesregierung würde, dass unsere amerikanischen Freunde sich freiwillig zurückziehen. Wie würden denn 120.000 Unterschreiber einen Unterschied machen? Denn die Bundesregierung oder der Petitionsausschuss hat ganz klar gesagt, dass eine Umsetzung unmöglich erscheint und deswegen wird von einer Veröffentlichung abgesehen. Also wie kann, weil grundsätzlich ändert sich ja dann nichts an den Rahmenbedingungen. Vollkommen richtig. Auch eine wunderbare Frage. Wir werden hier ganz wichtige Dinge jetzt besprechen. Im Grunde geht es doch darum, dass durch dieses Unterdrückungskonzept, wir haben keine Verfassung, wir sind kein souveräner Staat, ja, wir haben keinen Friedensvertrag, Deutschland im Grunde gefangen ist. Und diese US-Soldaten werden benutzt, mit Sicherheit auch gegen den Willen der meisten von ihnen, um uns zu unterdrücken und in die richtige Richtung zu bringen. Das hatte ich vorhin gesagt. Ich habe immer wieder die Ansicht vertreten, dass Völker nicht frei werden, weil irgendwelche, wie soll man sagen, Beamten und Juristen einen tollen Vertrag aufschreiben und den unterschreiben, sondern Völker werden frei und bestimmen sich selbst, wenn sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen und haben keine korrupte, multikriminelle Regierungspolitik wie wir hier in Deutschland. Und diese multikriminelle Politik, die es tatsächlich so weit schafft, dass das deutsche Volk das 0,0, das Minuslust hat sozusagen, das eine Aversion dagegen hat,
sich mit Russland in eine Krise zu begeben. Ein Nachbar, den wir schätzen, mit dem wir ein hervorragendes wirtschaftliches und politisches Verhältnis hatten. Ich erinnere nur an unseren ehemaligen Kanzler Gerhard Schröder, der gewaltige Dinge geleistet hat. Jetzt wird gerade die Nord Stream Pipeline mehr als verdoppelt. Das heißt, die fast doppelte Menge kommt nochmal hinzu, also im Grunde verdreifacht von der Transportkapazität für Gas her. Und wir sollen aber gleichzeitig in einen Konflikt mit Russland gezwungen werden. Ist nochmal gar nicht mal sicher, dass diese Pipeline je sozusagen in Betrieb kommt, weil eben der Druck so wahnsinnig groß ist auf Deutschland. Und dann sind wir der wichtigste Gasverteilerknotenpunkt in ganz Europa und für ganz Europa. Wir haben gar nicht die Souveränität und Freiheit, mit Russland solche Geschäfte zu machen im Grunde. Und so kommt es, dass ich eben sage, Völker müssen sich ihre Freiheit nehmen. Auch darüber habe ich übrigens mit Egon Bahr gesprochen. Und ich weiß noch, er hat mich angesehen und er hat genickt. Natürlich, das weiß er ganz genau. Er ist ein hervorragender Analyst und Politiker gewesen. Und es ist natürlich so, dass das deutsche Volk aufstehen muss und muss sagen, liebe Freunde, es ist Zeit abzumarschieren. Wir können für uns selbst sorgen. Deutschland hat bewiesen, dass es mit Adolf Hitler und aggressiven Politiken nichts zu tun haben will. Und das beweisen wir jetzt erneut, weil wir uns einer Konfrontation mit Russland widersetzen wollen. Sie gestatten mir vielleicht noch eine naive Frage. Wenn die Politik, die wir hier betreiben, so nicht im Interesse der deutschen Bürger ist. Und nicht im Interesse der europäischen. Und nicht im Interesse der europäischen Bürger. Warum entscheidet dann unsere Bundesregierung, die eigentlich im Sinne der Bürger entscheiden sollte, sich für diesen Weg? Ich meine, wen soll es denn was nützen? Also ich verstehe das einfach nicht. Das ist eine auch ganz natürlich und klar gefragt und eine wichtige, zentrale Frage für uns. Weil unsere Bundesregierung in einer schlechten Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg sich angewöhnt haben, unfrei, kriecherisch, dienend sozusagen Washington gegenüberzutreten. Willy Brandt hat viel versucht, um das zu ändern. Da gibt es wunderbare Anekdoten, dafür reicht hier die Zeit nicht. Egon Bahr hat offensiv die Ostpolitik in Washington vertreten. Er hat seinen Washington-Gesprächspartnern, das hat er mir noch erzählt, hat er oft erzählt, gesagt, ich komme hier nicht her, um das zu diskutieren, sondern ich komme her, um sie zu informieren. So war das. Deutschland macht. Und das ist unser Recht und das tun wir. Und so wie Egon Bahr das mit der Ostpolitik gemacht hat, so brauchen wir es heute nochmal. Und das geht nur vernünftigerweise, klugerweise, ohne solche Truppen im Land. Und das hilft im Prinzip einer Bundesregierung, auch der jetzigen, die regiert, einzusehen, dass sie ihre Politik ändern muss. Oder der ganze Laden fährt einfach an die Wand, in den Krieg, in Not, in Krisen, in zig Milliarden Euro, die wir verlieren über die Wirtschaftssanktionen, die uns mehr schaden als Russland, die Russland auf keinen Fall von seinem außenpolitischen Kurs abbringen können. Alle wissen das. Wir machen eine Dummheit nach der anderen und jetzt reicht's.